Du gefällst mir nicht. Und mir gefällst du auch nicht. Falcon FM Smugglers Run Advent Special. Wir sind beim Türchen 8 angekommen und ich begrüße mit mir natürlich auch den guten Walt. Hi. Walt, ich habe eine schöne Frage für dich vorbereitet. Und zwar, mit welchem Star Wars Charakter würdest du sofort ein Unternehmen gründen? Natürlich kommt mir jetzt direkt schon Jabba in den Kopf. Walt und Jabba kennen sich schon ganz lange, für alle, die gerade erst einschalten. Wir haben wirklich schon einige Deals mit den Hutten-Clans durchgeführt. Und auch viel gechillt. Netflix und chillen. Ja. Aber ich versuche mal, mich auf jemand anderen festzulegen, um es ein bisschen interessanter zu machen. Ja, du kannst auch Jabba wählen. Also. Ein Unternehmen gründen. Ja, ganz klar. Der liebe Kanzler. Palpatine. Ja, okay. Ja, ich nehme Kanzler Palpatine, Darth Sidious, denn wir wissen alle... Achtung, Spoiler. Ja, wir wissen alle, bald kommt The Rise of Skywalker ins Kino und er scheint hier wieder zurückzukehren. Das heißt, er hat eventuell oder wahrscheinlich von Anfang an alles durchdacht, alles geplant, um im richtigen Moment zuzuschlagen. Und das... ist das Auge des Tigers, das du im harten Business brauchst. Okay, dann stelle ich dir mal eine Frage. Du bist Gesellschafter in diesem Unternehmen. Ich weiß, was kommt. Ja. Und du glaubst allen Ernstes, dass da noch ein Cent für dich übrig ist? Das ist die Gefahr, auf jeden Fall. Aber da ich ja sein Schüler bin, würde ich ihn erwürgen, bevor der große Geschäftsabschluss kommt. Und ja, ich denke, als Stratege, als Macher, ja, er weiß, wie man den Laden groß macht, er weiß, wie man manipuliert und er hat den Überblick über jede Abteilung. Mhm. Darf ich mal noch eine Frage stellen? Ja. Was genau würde euer Unternehmen denn produzieren oder anbieten? Oder? Im Star Wars-Universum oder im echten Leben? Im Star Wars-Universum. Du kannst ruhig was aus dem echten Leben holen, weil vielleicht passt. Also wahrscheinlich würden wir ins Waffengeschäft einsteigen. Rüstung geht immer. Mhm. Ja? Hat man ja auf Cantobite gesehen. Ne? Ja. Dann selber den einen oder anderen Krieg vielleicht noch anzetteln. Und damit richtig Asche gemacht. Oh ja, nicht schlecht. Ja. Dann nur noch schwarze Zahlen. Ne? Ja, aber achso, ja gut. Bei den Sith könnten auch rote Zahlen sein, aber blutverschmiert. Aber schwarz, ja. Sith-rot. Ja. Ja, ich denke, ich habe eine gute Wahl getroffen. Ja, jetzt bin ich auf deine gespannt. Interessant, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich habe die Frage ja ins Leben gerufen, deswegen hatte ich auch schon so ein klein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Oder beziehungsweise, als ich die Frage ins Leben gerufen habe, ist mir direkt eine Person eingefallen, an die ich direkt denken musste. Ich finde, jemand, der ein Unternehmen gründet, muss jemand sein, der mit Leidenschaft dahinter ist. Der sogar sein Leben dafür hergeben würde, um dieses Unternehmen am Leben zu halten. Und da kommt für mich eine Person, die sticht da einfach voll raus und das ist kein anderer als Krennic. Von Rogue One. Ich finde, der ist einfach so leidenschaftlich. Also wirklich, jedes Mal, wenn der Tarkin ihm die Macht entzieht, ein Stückchen mehr, oder Vader mit ihm spielt oder sonst jemand, jeder Rückschlag für ihn, auch als die als das Rogue One Team auf Scarif ist, ne, dieser Rückschlag, jedes Mal stellt er sich der Herausforderung und will um sein Leben würde er dafür hergeben, dieses Machtinstrument unter seinem Namen halten zu dürfen, nämlich den Todesstern. Ne? Und du leidest wirklich förmlich mit dem. Und ist einfach so gut geschauspielert, wirklich. Das, dieses Schauspielerisch und alles, aber da gut, darauf kommen wir jetzt nicht zu sprechen. Aber ist das nicht schon Ausschlusskriterium? Jemand, der leidet, hat ein bisschen vielleicht die Haltung verloren? Oder findest du, er hat sein... Der hat sein ganzes Leben dieser einen Waffe gewidmet. Sein ganzes Leben. Du könntest auf jeden Fall jetzt gegenargumentieren, fällt mir jetzt gerade ein, dass vielleicht andere Machtbesessene den vielleicht stürzen könnten, ne? Dass mein Unternehmen von anderen aufgekauft wird oder so. Aber der würde sein Leben dafür geben. Der würde sein Leben dafür lassen. Okay. Also es geht ja zunächst einfach mal darum, mit wem könnte man erfolgreich arbeiten. Genau. So, und welches Produkt? Ja. Habe ich auch lange drüber nachgedacht. Und ich muss ehrlich sagen, der hat ja immer so einen geilen weißen Kittel, so, ne?
Ich könnte mir den irgendwie so in der Modebranche vorstellen. Der Modezar, Viktor Krennic. Weg von den Waffen. Ja, war nur so ein Gedanke. Also der neue Karl Lagerfeld genau. Im Star Wars-Universum. Richtig, ganz genau. Vielleicht, ja, doch. Ist er auch schwul? Ja, das wollte ich gerade, genau die Frage wollte ich gerade rauslassen. Danke, Walter, dass du sie wieder aufgreifst. Dafür habe ich dich, ja. Weiß ich nicht. Wir haben eine Verbindung. Der hat gar keine Zeit, um sich fortzupflanzen oder um über seine Sexualität nachzudenken, weil der ist nur auf dieses Unternehmen. Der lebt für dieses Unternehmen. Jeder Atemzug. Sehr schön. Ja. Ja, auch eine gute Antwort. Danke. Ja. Ja. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit diesem kleinen Auszug in die Mode- und Rüstungsbranche. Genau. Und dann schließen wir das Türchen für heute. Genau. Und freuen uns auf das nächste. Oh yes. Bis dann. Ciao. Tut mir leid, die Sauerei.